und die Umma können sich nie zusammenkommen. Nie zusammenkommen. Solange die Aqida nicht eine Aqida ist. Geht nicht. Erste, wichtigste Islah von Aqida, weil das ist das einzige Source, wo die Umma sich zusammen dahin zieht. Wie was? Schmetterlinge zu Licht. Du kannst ein Netz haben und Schmetterling fällt stehen, nachts. Und du kannst versuchen zu fangen. Du wirst ja auch welche fangen. Aber Licht ist besser. Du musst nichts machen. Die kommen zu dir in dem Netz rein. Das ist nur, wenn wir sagen, dass du in der Nacht schaffen kannst. Nicht eine Schmetterling fangen. Ja? Über die Atiqad ist absolut, das ist das Magnet. Das ist das Licht, das ist das Einzige, wo die Umma sich zusammen. Deswegen, die ersten drei, As-Sahaba, Tabi'in, Tabi'il Atba'a, später Tabi'il Atba'a fing die Ärger an. Aber diesen ersten drei, es gab kein Probleme zwischen diesen Leuten, vielleicht andere Probleme, aber nicht diese Probleme. Die haben gestritten, aber die waren ein Jama'a. War noch keine Firqa. Firqa heißt verlassen mit dem Herz. In Hadith, die 73, ja, die 72, die haben mit dem Herz verlassen. Die Jadda, Asl, was Sahaba hatten. Und Tabi'in, Tabi'in, Tabi'in. Deswegen zwischen diesen ersten Nationen eigentlich Streit unter das, was unter normalen Menschen so einfach nur passiert. Reibung ein bisschen, damit das Leben auch dann läuft, der und das. Ja, gab schon. Aber es gab keine Zweifel, dass die ein Jama'a waren. Kein Zweifel, nicht ein Alim hat es geschrieben. Selbst Muawiyah und Ali, der Streit, selbst Khalid Walid und wer, also nicht ein Alim hat ein Tinte, Punkt Tinte dazu was geschrieben. War ja nicht. Aber diese Firq sind Leute, die den Islam mit dem Aqidah zuerst verlassen haben, denn der Körper folgt ihnen und kann nicht.